Hallo und willkommen zurück zu Broken Age. Lange ist her, jetzt geht's aber mal weiter. Wurde aber auch Zeit. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber das heißt nicht, dass dieses Spiel nicht zu Ende gespielt wird, denn ich bringe meist das zu Ende, was ich angefangen habe. Auch wenn es weh tut. So, und in diesem Sinne machen wir jetzt weiter und schauen uns ein bisschen um. Ich bin mittlerweile ein bisschen schlauer geworden, was dieses Spiel angeht. Frag mich nicht, wie das geschehen ist, aber ich weiß einfach einige Dinge, die man vorher nicht wissen konnte. Ich weiß gar nicht, wieso, aber wir schauen jetzt einfach mal weiter. So, Dele, wir benutzen jetzt mal den Computer. Frag mich gar nicht, wieso wir den Computer jetzt benutzen. Wir werden ihn jetzt einfach mal benutzen. Moment, wie genau, da oben klickte man hin. So, schwuppsdiwupps, brumm. So. Und jetzt haben wir die Kontrolle über die verschiedenen Zimmer. Und dann gehen wir mal in die Küche. Und frag mich nicht, wieso wir jetzt eigentlich hier in der Küche sind. Und wir machen jetzt auf. Ah, okay. Dann kommen hier die Frühstücksflocken runter. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Shay. Ich liebe dich. Shay ist klasse. Heldenessen. Taco Bell Dienstag. Wuhu. Moment mal. Kann man das eigentlich auch irgendwie so ausführen? Werf's weg. Werf's runter. Nee. Taco Bell Dienstag. Da ist ja das Lächeln. Oh, wie süß. Moment mal. Guten Morgen. Ich wünsche dir, liebe dich. Shay ist klasse. Heldenessen, Taco Bell und Dienstag. So. Das reicht. Halt genau da an. Hä? Ich hab doch. Das reicht. Moment mal, ich hab doch Pause gedrückt. Was macht er denn da gerade? So, jetzt runter. Stopp. Ha! Cool! Okay, jetzt raus. Moment. Können wir, warte mal, hier oben machen wir es einfach aus. Diese Frisur, geil. Einfach geil. So, und jetzt gehen wir zurück in die Küche und können diesen Gegenstand nehmen. Frag mich nicht, wieso ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Ich weiß es gar nicht, ich weiß es nicht. So, gib her jetzt. Ich will diese Pille nicht berühren, solange ich nicht weiß, was es ist. Es könnte Weltraumgift sein. Ich will diese Pille nicht berühren. Nein, jetzt nimm's! Solange ich nicht weiß, was es ist. Es könnte das Essen, das Messer identifiziert ist. Ich will nicht, dass mein Arm abgeschnitten wird. Sieh ihn als befreit an. Moment mal, was ist das jetzt für ein Kack? Dann zielen wir hiermit. Dieser Auslöser dient nur dazu, Alex Todesstrahl abzufeuern. Und das auch nur, wenn wir in Reichweite. Diesem Ding gebe ich meine Bombe bestimmt nicht. Oh! Moment mal, aber der wirft es nach draußen, oder? Oder? Moment mal. Ah nee, dann explodiert es. Wir müssten vorher erst diese Dinger hier ausschalten. Aber der wirft es nach draußen. Und theoretisch, wenn er es schon weggeworfen hat, wisst ihr, was ich meine? Hm. Okay, aber wir holen uns jetzt erstmal die Frühstücksflocken. Können wir dann nämlich genauso bekommen wie das. So, der böse guten Morgen. Kopf hoch. Guten Morgen. Das reicht. Ah, super. Okay, und jetzt das zumachen, das Ganze. Die super Frisur. Und jetzt holen wir uns das. Und jetzt holen wir uns die Frühstücksflocken. Njam, 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 Frühstücksflocken. Njam, 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 Frühstücksflocken. So. 1, 2, 3. Oh je, das habe ich wohl draußen gelassen. Geh wieder rein da, Garnarm. Oh, tut mir leid. Ich wollte es selbst aufräumen, ich schwöre. Ich will nicht, dass mein Arm abgeschnitten wird. Sieh ihn als befreit. Warum denn der? Ich glaube, das ist fürs Erste genug. Ja, aber kann ich die nicht nehmen? Was soll das denn? Ich glaube, das ist fürs Erste genug. Ich würde die gerne nehmen, die Frühstücksflocken. Kann ich die vielleicht hiermit mischen? Diesem Ding. Ich glaube, das ist fürs Erste genug. Ich will nicht, dass mein. Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Hey, der kleine Kerl, der auf dem Staubsauger rumfährt. Bleib stehen, Staubsauger-Dude! Und weg ist er. Laufen wir das einfach mal gerade ganz dreist hinterher.
gucken, wo der hinfährt. Was macht er denn? Und weg ist er. Ich nehme mal an, dass er den Müll kriegt, wenn ich doch nur ein bisschen schneller wäre. Moment, wir könnten theoretisch... Ach so, und sie wollte dann ja die Bombe da reinwerfen, ne? Vielleicht könnten wir... Warte mal, wir gehen nochmal ganz zurück. Dann machen wir hier die Sache mit den Cornflakes und benutzen die Maschine. Und mit der Maschine sind wir vielleicht schnell genug, um dann... Ja, okay. Ne, Moment mal, wir gehen nochmal... Moment mal. Wir gehen nochmal hier rein. So, jetzt rütteln wir hier dran. Mehr Frühstücksflocken, bitte. Weg ist sie. Woohoo! So, und jetzt schnell ins Computerzimmer. So können wir nämlich viel, viel schneller sein, indem wir nämlich einfach da der Computer sind. Wisst ihr, was ich meine? Und wir machen dann einfach die Dings ums zu und dann fallen sie alle auf den Boden. Jetzt geh rüber! Ich hoffe, dass das nicht in Realtime gemessen wird. Seht ihr, was ich meine? Jetzt sind wir doch ein bisschen schneller. Du lässt das Ding... Warum kann ich dieses Ding nicht aufmachen? Das muss ein anderes System oder so sein. Was für ein Reinfall. Schau doch nicht so finster. Moment, vielleicht kann ich irgendwo eine Tür... Ich hätte nie gedacht, dass Mok Chotra so voller Lächeln wäre. Diese Tür... Warte mal, wenn ich da einfach... Ist das Lächeln. Moment mal. Also... Wir können einfach... Ich frage mich, was dann passiert. Okay, dann geht die Tür auf. Nee, abschließen? Ach, verdammt nochmal! Abgeschlossen. 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 Ja, abgeschlossen, aufgeschlossen. Verdammt nochmal! Was ist das denn schon wieder für Rätsel hier? So. Okay, die Tür können wir nicht zumachen. Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Okay, und dann wären wir hier. Wenn diese... Ich muss erstmal rausfinden, was es heißt, wenn diese Tür rot ist. So, wir finden jetzt erstmal raus, was es heißt, wenn diese Tür rot ist. Okay, so. Schubidubidumbum. Ja, deine Haare sind schön. So. Was heißt das, wenn die Tür rot ist? Dann sind die einfach nur unglücklich, oder was? Ach so. Das heißt nicht, dass die Tür dann abgeschlossen ist. Oh. Oh. Hm. Okay, wir müssen irgendwie schneller sein. Warte mal, Teleporter wäre... Zurück zum Nexus. Teleporter, Teleportation. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wo kommen wir denn da nochmal hin? Tschüss. Okay, das ist der rechte Teleporter. Und im Moment, wo sind wir jetzt? Ah, hier. Okay, dann können wir vielleicht so schneller als er sein. Hm, probieren wir das doch mal aus. Okay, ab in die Küche mit uns. Guten Morgen. Mehr Frühstücksflocken, bitte. Und jetzt heißt es rennen. Weg ist sie. Schwuppdiwupp! Wuhu! Los geht's. Ja, komm, jetzt nicht so lange angucken, sondern hinterher! Hinterher! Bleib stehen! Gehen wir hier rein. Ich weiß ja nicht, wie wir jetzt in der Realität eigentlich wieder schneller sein sollen. Wer will zum Steuerbordkorridor? Ah! Man, die Zeit ist doch schon 100-mal vergangen. Du lässt das Ding... Oh, fast hätte ich sie erwischt. Aber nur fast. Wahrscheinlich muss ich mir noch einen Vorteil verschaffen. Noch einen Vorteil? Aber dieser Vorteil war doch schon riesengroß. Moment, geht's vielleicht... Warte mal. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Vielleicht gibt's da noch einen Teleporter. Es gab doch hier noch einen Teleporter. Mein Gott. Oh. Natürlich. Jetzt mal, was zur Hölle? Natürlich, das hatte ich total vergessen.
Okay, jetzt zurück. Da muss der das erst aus dem Weg kommen. Ich meine, das ist ein Aufräumbot. Hallo. Zurück zum Nexus? Ja, bitte. Du hast doch mindestens eine Stunde nicht gegessen, nicht wahr? Ja, oder auch zwei. Es tut mir auch leid. Es tut mir auch leid. Okay, und jetzt zurück. Dann hat er nämlich da ein bisschen was aus dem Weg zu räumen, der Liebe. So. Ab in die Küche mit uns. Jetzt hier rumgeschüttelt. Mehr Frühstückslocken, bitte. Weg ist sie. Oh, jetzt geht's los. Oh, der hat aber einen coolen Job, oder, der Kleine? Jetzt mal im Ernst, der hat doch wirklich einen geilen Job. Auf dem Ding rumsurfen. Wie cool ist das denn? Also, wenn ich irgendeinen Job haben möchte, dann wäre ich auch gern hier so ein Müllsurfer sozusagen. Hallo. Mach die Tür auf. Lass mich durch. Ja, das hast du eben gerade schon mal gesagt. Oh, da ist er ja. Warnung. Gegenstände, die in dem Nimm's jetzt! Gesteckt werden, werden ins All gesch- Hey, du lässt. Hab dich! Autsch! Hey! So oh, ein. Das wär's jetzt gewesen. Nun habe ich einen verdreckten Boden. Egal, wenigstens hat sie den Müllschlucker offen gelassen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, könnte sie nicht einfach Frühstücksflocken rausnehmen? Ich will mich nicht beschweren, nein. Aber das ist für mich kein gutes Adventure-Design, weil, das ist so ein bisschen erzwungenes Adventure-Design. Wisst ihr, was ich meine? Weil, ich meine, es gibt es öfter in Adventure, dass man halt wirklich, du kannst nur da, aber das war für mich immer in Adventure. Dann, wenn ich so gemerkt habe, boah, okay, komm, ja genau, jetzt haben wir hier mal wieder so ein Rätsel. Das muss nicht sein. Ich brauche das Brecheisen. Wisst ihr, was ich meine? So in Wimmelbildspielen ist es meistens so, dass man... du brauchst einen Schraubenzieher und ein Brecheisen. Obwohl eigentlich das, was du mit dem Brecheisen öffnen könntest, könntest du theoretisch einfach auch mit dem Schraubenzieher öffnen. Aber du musst das Brecheisen benutzen. Das Problem ist, du legst das Brecheisen weg, nachdem du es benutzt hast. Und das heißt, du musst noch ein zweites Brecheisen finden, weil das er. Wisst ihr, diese Art von Rätsel. Und so kommt mir dieses Rätsel gerade ein bisschen vor. Das ist ein bisschen so, okay, komm. Man hätte jetzt einfach mit dem Messer die Schachtel aufschneiden können und sich einfach was irgendwie in die Hand füllen können. Oder, wisst ihr, was ich meine? Naja, ist auch egal. Ich will nicht rummeckern. Wir machen weiter. So. Hallo? Guck jetzt nochmal hier. Wo ging das denn nochmal hin? Schauen wir mal. Ich vermisse dich jetzt schon. Ach stimmt, hier war der, genau, da wollte ich nicht hin, nee, da wollte ich nicht hin. Hallo. Oh, du bist ich drücke oh bist du schlank? Du hast seit einer Stunde nichts gegessen. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ah, der Trophy Room. Jetzt, ich habe da noch nie oben hingeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind ja, oder hatte ich schon mal hingeguckt, ich weiß es gar nicht. So, wir klettern jetzt hier nochmal durch. Frag mich gar nicht, wieso ich das weiß. Frag mich gar nicht. Ich weiß es einfach. Unglaublich. So, und wir sehen jetzt hier Kratzer auf dem Boden. Seht ihr die auch? Genau, und das heißt, dass die von innen hier rumgekratzt haben. Ich glaube nicht, dass Frühstücksflocken hier helfen würden. Was? Vielleicht kann ich die Tür aussperren, indem... Oh, ich mach mich besser aus dem Staub. Was ist hier los? Diese Tür wurde offenbar beim Absturz beschädigt. Hier liegen ein paar Kabel frei. Wahrscheinlich hat das den Alarm ausgelöst. Das sollte besser repariert werden. Das war knapp. Okay. Ich gehe nicht dadurch. Dieser widerliche Wolf wird mich sehen. Moment, das heißt, der ist jetzt aber oh, auf der anderen Seite weg, oder? Oh, da gehen wir schnell. Da gehen wir schnell durch. Der ist dann jetzt auf der anderen Seite weg. Moment, andere Seite, wie kamen wir denn nochmal hin? Warte mal, hier. Dann kamen wir hier durch. Genau, tschüss. Und dann ging es hier durch. Ach, wie war denn nochmal der Weg dahin?
Das hat den überhaupt nicht aufgehalten, ne, den Kleinen. Das hat den überhaupt nicht interessiert. Wir waren einfach nur schneller. Oder er ist drüber gesprungen. Vielleicht ist er auch drüber gesprungen. Also so surfmäßig. Ah, nein! Warte mal, wo war das denn nochmal? Wo war denn nochmal? Ah, im Schlafzimmer war das, genau. Oder hier. Da sind so viele Trümmerteile drin. Ich komme dann... Nee, nee, Moment, Moment. Im Schlafzimmer, Schlafzimmer, Schlafzimmer. Genau, genau, genau. Schnell durch Schlafzimmer. Wir wetzen schnell durch Schlafzimmer. Und da kamen wir dann nämlich unten rein, ne? Genau, 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 so war's. Wenn wir jetzt wieder nicht schnell genug waren, dann werde ich... Ah. Moment, was ist denn das? Das ist jetzt zwar nicht die beste Verkabelung, die ich je gemacht habe, aber es dürfte eine Weile halten. Zumindest bis ich die richtigen Reparaturen erledigt habe. So, wo war ich stehen geblieben? Das ist jetzt eine Verarsche. Das ist jetzt... Okay, dann... Wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Ich mach das Ganze nochmal. Ah, da sind wir wieder. Die Haken an den Kostümen? Habt ihr Mädchen aus Muschelhöhe immer noch die Haken an euren Kostümen? Ja, aber jetzt sag bloß nicht, ich soll das Schloss knacken. Das versuche ich nämlich schon seit Tagen. Kann ich einen Haken haben? Aber wie bekommen wir dann was zu essen? Wenn die Ratten an der Tür vorbeirennen, können wir sie nur mit diesem Haken fangen. Nicht, dass sie bisher eine gefangen hätte. Sie sind zu schnell. Hey, ich habe ein paar Frühstücksflocken. Ja. Stell sie vor die Tür, ich versuche sie mit dem Haken zu erwischen. Bitte beeil dich. Und jetzt geht's. Und jetzt können wir die Frühstücksflocken davor tun. Hier okay. Sind ein paar Frühstücksflocken. Ach, danke, Bella. Lass es mich versuchen. Das ist mein Haken. Ich behalte ihn. Hey, was zum Teufel? Du meine Güte. Sieh nur, wie groß diese Ratte ist. Was? Wo? Ich kann nichts sehen. Sie ist panisch weggerannt, als du sie mit dem Haken fangen wolltest. Aber sie war so groß wie eine Katze. Ich hab dir gesagt, dass da Ratten rumrennen. Was sollen wir denn jetzt bloß essen? Hier, ich hab noch mehr Frühstücksflocken gefunden. Oh, danke, Bella. Oh, wenn man die Augen schließt, schmeckt es fast wie Ratte. Njam, 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 njam. Vorzustellen, dass das Frühstücksflocken sind. Dieser erwartungsvolle Blick eben gerade. Okay, so, dann schauen wir jetzt nochmal hier. Haltet euch die Ohren zu, Mädchen. Höchste Zeit, hier abzuhauen. Da kommt er wieder. Schon wieder. Okay, jetzt. Zurück. Hi, Mel. Das macht so viel Spaß. Alles da? Super. Hallo. So, und diesmal gehen wir einfach unten nicht so weit, sondern wir klicken einfach nur den Computer an. Da, es ist versperrt. Ah! Zack! Super. Es ist eine Karte mit Sternen drauf. Jetzt reicht's, ich mach das Schloss kaputt. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Schleichen uns leise, vorsichtig hier zurück. Und vielleicht können wir jetzt so, genauso wie wir das jetzt eben gerade gemacht haben, die Bombe einfach transportieren. Wisst ihr, was ich meine? Okay, wir machen das jetzt einfach nochmal. Ah, habe ich das Ding wieder aus dem Weg geräumt? Ach, scheiße, ich glaube, das müssen wir natürlich zuerst machen. Habe ich das Ding wieder aus dem Weg geräumt vorhin? Ah, ich habe auch wirklich ein Kurzzeitgedächtnis heute. Das ist wirklich allerfeinst, allerfeinst. Natürlich habe ich das aus dem Weg geräumt. So, so jetzt wieder zurück. Und
schütteln wir die Cornflakes ein bisschen. Cornflakes werden geschüttelt. Habt ihr das gerade gesehen, wie sie geschielt hat? Ja, da ging es genauso wie mit mir, mit dem permanenten Hin- und Herlaufen hier. So. Moment, aber irgendwie sehen wir nicht den kleinen Teleporter-Futz. Hallo. Oder kommt jetzt vielleicht nichts mehr raus? Oh Gott, ich hab so eine Vorahnung. Bitte zähle deine Finger und Zehen, bevor du den. Ach, der Müllheimer ist jetzt immer offen. Och Mann, warum habe ich das denn nicht vorher gesehen? Okay. Bombe raus. Tja, ich hatte mich riesig auf diese Eiscreme gefreut. Aber wie es aussieht, werde ich wohl nichts davon abbekommen. Bombe los! Heiliger Strohsack, ich habe gerade eine Bombe abgeworfen. Ich soll es schnellstens hier wegbringen, bevor die Eiscreme schmilzt. Ach so, jetzt haben wir eine, also natürlich jetzt. Und jetzt müssen wir transportationsmäßig weg. Okay, Moment, das hatte ich doch eben gerade noch in den Weg geräumt. Ja, sie schaut gerade genau richtig. Das ist auch ein bisschen gruselig gerade, aber naja. So, dann jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt könnten wir theoretisch unten das Muster eingeben, welches wir... Ha! Was ist denn das? Es ist wie ein riesiger Schal, der dem Schiff irgendwie mitteilt, wohin es fliegt. Ich glaube, ich sollte diese Sternkarte für diesen Navigationsroboter aufbewahren. Es ist nur leere Strickerei. Ich weiß nicht, was ich noch hinzufügen könnte. Ach so. Ja, natürlich, dann geben wir ihm jetzt das ganz kurz. Hier, guck mal, ich hab was für dich. Wir werden im Nu dort sein. Navigationsschal wird gewählt. Dekodierungsmechanismus wird vorbereitet. Warp- und Gewebeantrieb werden initialisiert. Juhu! Aufnahmemessschieber in Position. Winddüsen auf optimaler Viskosität. Los geht's! Spindel auf Drehgeschwindigkeit. Navigationsschal wird ausgegeben in 5, 4. Hätte ich jetzt irgendwas 3, verändern können? 2. 1. Navigationsschal ausgegeben. Antriebsgarn aktiviert. Nichts ist passiert. Bestätigt. Wir befinden uns bereits an der von der Sternenkarte angegebenen Position. Offensichtlich ein Test. Ich hoffe, ich habe bestanden. Heute gibt es ganz schön viele Tests. Okay, phänomenal, fantastisch und super. Und auch ein bisschen schön. Mit Vergnügen. Dekodierungsmechanismus. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Jetzt haben wir genügend Zeit. Und jetzt weben wir hier einfach irgendwas rein. Mal gucken, was wir reinweben. Ich glaube nicht, dass sich jemand daran stören würde. Ich bin zwar keine Schneiderin, aber ich finde, das sieht so gut aus. Ja, so, das sieht schön aus. 4 3. Vor allem müssen wir einfach weg hier. 1. Navigationsschal ausgegeben. Antriebsgarn aktiviert. Ja, und jetzt? Was? Ein Webfehler? Niemand. Versuchen wir es noch einmal. Okay, ich vermute mal, jetzt werden wir nicht mehr rausfinden können, was es genau ist. Wir sehen uns im nächsten Teil, dann schauen wir mal, wie es weitergeht, wohin wir fliegen, wie wir an eine Karte kommen und so weiter und so fort. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Tschüss und ciao.